So, einen wunderschönen guten Tag mal wieder heute. 25 Grad draußen, richtig klasse Wetter. Ich hatte was vor, und zwar muss ich morgen mit meinem Anhänger Platten für unsere Terrasse abholen. Die wiegen natürlich ziemlich viel. Und ich hatte mir vor ein paar Wochen schon Reifen bestellt für den Anhänger. Und die wollte ich jetzt, habe ich jetzt wechseln lassen gerade. Also ich habe nur die Räder hingebracht, einmal umziehen lassen, weil die halt extrem porös waren. Die waren jetzt schon 16 Jahre alt, die Reifen. Und da hatte ich jetzt eigentlich schon Angst damit, jetzt wirklich mit einem vollbeladenen Anhänger durch die Gegend zu fahren. Einfach, ja, nicht, dass ein Reifen platzt während der Fahrt. Jetzt besonders bei den Temperaturen, es wird jetzt direkt schon wieder wärmer und ich müsste halt über 100, 200 Kilometer fast fahren. Und deswegen hatte ich jetzt heute nochmal spontan die Räder weggebracht, neue Reifen umgezogen. Die Räder habe ich jetzt im Kofferraum liegen und fahre jetzt halt zur Garage und montiere die wieder. Beim Demontieren habe ich schon gesehen, dass die Radnaben am Anhänger ziemlich rostig sind. Und ja, die werden wir auf jeden Fall gleich einmal noch schön sauber schmirgeln, damit wir wieder eine schöne, saubere Auflagefläche haben. Und da zeige ich euch mal, wie ich das gelöst habe mit dem Aufbocken von so einem Anhänger. Weil das ist auch immer so eine Frage, wie bockt man jetzt so einen kleinen Anhänger eigentlich auf? Der muss ja in der Luft schweben, ne? Weil man kann den ja schlecht irgendwie anheben oder sowas. Und das habe ich ganz einfach gelöst. Das zeige ich euch jetzt gleich, während wir die neu bezogenen Räder wieder montieren. Und dann werden wir bei Gelegenheit in einem anderen Video, das mache ich jetzt auch nicht mehr heute, werden wir die Felgen, die Stahlfelgen vom Anhänger auch einmal lackieren. Denn die waren schon mal irgendwie lackiert gewesen, jedoch platzt da überall der Lack ab. Also die sehen richtig hässlich aus, die Felgen. Und das wollte ich dann jetzt auch mal irgendwann in Angriff nehmen. Jetzt sind ein paar Tage über Ostern halt frei. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Werde ich wahrscheinlich einfach nur schwarz-matt machen, dann auch die Dinger. Eventuell mache ich das auch ein bisschen später. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme am besten. Aber wie gesagt, jetzt sind wir gerade unterwegs und ich melde mich wieder, sobald wir angekommen sind. So, hier haben wir die Reifen neu aufgezogen. Ich weiß nicht genau, wie viel Luft da drauf ist. Werden wir auf jeden Fall nochmal kontrollieren. Und wie man hier sieht, ist der Zustand der Felgen ziemlich mies auf jeden Fall. Und die werden wir auf jeden Fall bald dann einmal lackieren. Aber wie gesagt, jetzt montieren wir die erstmal. Und beziehungsweise vorher werden wir jetzt einmal kurz die Radnabe säubern. Da zeige ich euch mal, wie die jetzt aussieht. So, ich habe hier jetzt eine Bohrmaschine mit so einem Messingaufsatz. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal einmal kurz die Bolzen raus hier. So, und hier haben wir das, die Radnabe mit Radlager. Das ist sogar noch voll in Ordnung. Und wie gesagt, diese ganze rostige Scheiße hier, die werden wir jetzt einmal wegschrubben. Yeah.
natürlich kriegen wir das nicht komplett runter, aber die Auflagefläche ist soweit wieder sauber, ne? Und das reicht uns auf jeden Fall, um die Räder wieder zu montieren. Ich werde jetzt einmal auch die Radschrauben einmal abbürsten, weil die gingen schon relativ schwer rein, beziehungsweise die gingen relativ schwer raus. Und die werde ich jetzt auch einmal noch kurz sauber machen. Müssten dann die Radschrauben auch hier halbwegs vernünftig wieder rein, sich reindrehen lassen. Ja, und das geht wieder super. Das heißt, wir können das Rad montieren. Dann mache ich gleich die andere Seite fertig und dann sehen wir uns mal kurz wieder. So, ich wollte euch ja zeigen, wie das hier aufgebockt ist. Und zwar sieht man hier, ich habe hier auf den Reifen einen Stein gelegt, habe hinten abgestützt, das auf beiden Seiten und vorne einfach nur das Stützrad komplett hochgeschraubt und dadurch schwebt das ganze Ding jetzt in der Luft. Den Luftdruck noch einmal überprüfen. Dafür habe ich hier wieder meinen Akkuluftprüfer. Ich habe mal geguckt im Internet, der Reifen in der Größe sollte 2,7 bar haben. Das ist unabhängig vom Anhängerhersteller. Da zählt tatsächlich nur die Reifengröße bei so einem 750 Kilo Anhänger. In dem Fall, wie gesagt, 2,7 bar. Hat man andere Reifen, kann das sein, dass man bis zu 4,3 bar fahren muss. In dem Fall, wie gesagt, 2,7, und das werden wir jetzt einmal kontrollieren. Und jetzt zeigt mir hier an, ich weiß nicht, ob man das sieht, 2,5. Ich mache jetzt 2,8 drauf, 2,8 sind jetzt drauf, und zwar mache ich das einfach aus dem Grund, weil ich einfach mal vermute, dass das Ding irgendwo 0,1 Toleranz hat. Dann haben wir minimal Reserve und dann ist auch gut. 2,8, da fährt man auf jeden Fall gut mit. Und ja, anderen Reifen noch und dann passt das. So, ja, mir gibt es dazu gar nichts zu sagen. Das war jetzt hier so eine Nach-Feierabend-Geschichte.
nichts Besonderes an sich. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Denkt daran, abonniert den Kanal. Ich habe nämlich gesehen, ganz viele, die meinen Kanal schauen, sind noch gar keine Abonnenten. Das könnt ihr natürlich kostenfrei machen. Würde mich freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao.